Tagtäglich sind wir von Luft umgeben. Wir atmen sie sogar. Aber was wiegt eigentlich Luft? Mittels Experiment möchte ich genau dies herausfinden. In diesem Experiment möchte ich zeigen, dass Luft ein Gewicht hat. Ich habe natürlich jetzt hier erstmal ein Gefäß. Das Gefäß ist ziemlich klein, das heißt, das Gewicht wird ziemlich klein sein. Ob ich das mit der Waage ein sinnvolles Ergebnis rausbekomme, steht auf einem anderen Blatt. Wir probieren es einfach mal und gucken, ob was Vernünftiges bei rauskommt. Dazu habe ich das Volumen dieser Kugel bestimmt. Es ist leider keine Kugel. Das hier ist so ein bisschen die Wand hier an dieser Dichtung verstärkt. Dadurch ist sie nicht ganz rund. Ich habe es mit dem Messzylinder gemacht, also Wasser rein, Wasser in den Messzylinder, 33 Milliliter ist die Antwort. Und naja, jetzt muss ich erstmal wissen, was wiegt denn das? Hier habe ich eine Waage, die auf zwei Nachkommastellen genau messen kann. Die Anzeige sind Gramm und ich habe 15,70 Gramm, was das wiegt. Der Schlauch und das komische Ding hier, das ist ein Rückschlagventil. Das heißt, wenn ich nachher die Luft rausziehe, sorgt das dafür, dass keine neue Luft rein kann. Also 15,70. Dann gehe ich her und setze das zusammen. Und jetzt muss ich die Luft rausziehen. Dafür habe ich so eine Spritze. Ups, das klappt ja gut. Mache ich erstmal hier die Spritze fest. Sollte man natürlich vorher. So. Zweiter Versuch. Ja, man bräuchte im Prinzip eine Hand mehr. Ja, jetzt klappt's. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Das geht immer schwerer, das rausziehen. Aber jetzt müsste eigentlich die Luft draußen sein. Das geht jetzt auch gut. Schauen wir mal, was rauskommt. 15,6564. Ups, machen wir es nochmal. 0, 15,65, ich lege es nochmal andersrum. 15,65. Das heißt, wir haben eine Gewichtsdifferenz von 0,05 Gramm. Gut. Also, was man gesehen hat, es ist leichter. Das heißt, dadurch, dass jetzt die Luft da drin fehlt, damit ist schon mal gezeigt, dass Luft ein Gewicht hat. Ob jetzt oder wie viel diese 33 Milliliter wiegen, das werden wir jetzt im Prinzip mal ausrechnen und dann kann man in der Literatur nachgucken, ob das so hinhaut. Ich muss natürlich schon dazu sagen, das ist schon ziemlich, was diese Waage kann, ziemlich am Limit. Das heißt, man darf jetzt keinen allzu genauen Wert erwarten. Aber wir schauen mal. Jetzt rechnen wir ein wenig. Dazu brauchen wir die Formel. Das ist ein Rho ist gleich Masse pro Volumen. Das ist die Dichte. Dann setzen wir ein 50 Milligramm durch 33 Milliliter. Dann bemühen wir den Taschenrechner, der uns 1,52 Gramm pro Liter sagt. Das Ganze nochmal mit einer Einheit, die man auch vergleichen kann. Und dann schauen wir in der Literatur nach. Und naja, das ist jetzt der Literaturwert für 20 Grad warme Luft bei 1 Bar Druck. Und es ist erstaunlich nah dran. Dafür, dass es, sagen wir mal so, hemdsärmlich gemacht worden ist.
Klar, mit der besseren Waage oder auch einem größeren Volumen und richtiger Vakuumpumpe hätte man vielleicht das noch ein bisschen genauer machen können, aber nichtsdestotrotz gar nicht so schlecht. Das etwas über ein Kilo, kann man sich merken, wiegt ein Kubikmeter Luft. Wenn dir das Video gefallen hat, naja, du kennst das ja, Daumen oder Abo wäre ganz nett. Bis bald.